So, hallo und herzlich willkommen bei Denitiv Gaming. Ich bin Fabian. Wir haben heute für euch ein Stativ für 35 € von Sony. Hierbei handelt es sich um das VCT R100. Das packe ich jetzt ganz schnell aus und dann schauen wir, was es kann und was es nicht kann. Bis gleich. Das Sony VCT R100 besteht aus Plastik und Metall, wohingegen die Stangen und die Schrauben aus Metall sind und der Rest, wie die Verbindungsstücke, aus Plastik. Deshalb wiegt das ganze Stativ auch nur 660 Gramm und Sony hat das maximale Ladungsgewicht mit 1200 Gramm angegeben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen da eine Kamera draufschrauben werden. Die kann man nach links und rechts drehen, nach oben und unten, also vorne und hinten neigen, sowie nach links und rechts tilten. Das wird aber eher nur als Einstellung verwendet. Außerdem ist da noch eine kleine Tragetasche von Sony dabei, die ist jetzt aber nichts Besonderes. Ich habe das Stativ jetzt schon seit mehreren Monaten in Verwendung, war damit sogar schon auf der Gamescom und ich habe es aber ehrlich gesagt nur gekauft, damit ich die Kamera auf irgendwas anderes als eine Box draufstellen kann, damit die Kamera sicher wo steht, ich sie neigen kann, damit sie auch gerade ist, ich sie drehen kann oder eben in der Höhe verstellen kann, damit ihr einen Bildausschnitt seht, wie ihr es jetzt tut und so wie man das selber eben möchte. Und dafür reicht das eigentlich schon als Grund, ein Stativ zu kaufen. Das Stativ kann aber doch sogar ein bisschen mehr als nur die Kamera halten. Natürlich kann man das Stativ nach vorne und hinten neigen. Hier lässt sich auch die Schwierigkeit, also wie stark man drücken oder ziehen muss, verändern, indem man am Arm nach links oder rechts dreht. Macht man das ganz auf, hat man natürlich gar keinen Widerstand und muss die ganze Arbeit selber machen im Vergleich zu einem Flüssiglager, das selber noch ein bisschen dagegen drückt. Das passiert hier nicht. Und beim Zumachen muss man auch ein bisschen aufpassen, denn es gibt kein Einrasten. Also wenn man so stark drehen würde, wie man könnte, würde man einfach das Gewinde kaputt machen, denn das ist in den meisten Fällen hier aus Plastik. Passend dazu kann man das Stativ natürlich auch seitlich drehen. Auch hier lässt sich der Widerstand einstellen, indem man einfach an dem Rädchen neben dem Sony-Logo direkt in der Mitte des Kopfes dreht. Eine weitere Einstellmöglichkeit finden wir weiter oben, denn der Kopf, wo die Kamera drauf gemountet wird, der lässt sich zur Seite neigen, indem man hier eben auch aufdreht, kann man den zur Seite neigen und dann an dem anderen Rädchen unten dran die Kamera festdrehen in die Schraube oder eben den Blitzschuh, wie man das möchte, und dann das wieder runterneigen, gerade stellen und festdrehen. Das macht dann auch die Montage der Kamera relativ einfach, wie ich finde. Damit die Kamera, die oben gemountet wird, auch keinen Schaden bekommt, befindet sich da noch eine Gummierung, die eigentlich ganz gut ist, mit der bin ich sehr zufrieden. Genauso haben wir auch unten an den Füßen drei Gummierungen, damit das Stativ natürlich nicht wegrutscht. Dort, wo die drei Metallbeine oben zusammengehen, befindet sich noch ein Dreher. Wenn wir den öffnen, können wir die Kamera nach oben ausfahren und das Stativ senkrecht etwas verlängern. Darüber hinaus lässt sich das Stativ natürlich noch weiter verlängern, indem wir einfach die drei Metallbeine ausfahren. Dort kann man ganz einfach die Klappen aufklappen und die Beine bis zu dreimal verlängern, sodass wir eine Gesamthöhe von 100 cm mit dem Stativ erreichen. Wer das Stativ dann ganz ausgefahren hat und sich vielleicht auf unebenem Boden befindet, der wird vergeblich nach einer Art Wasserwaage suchen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt bei dem Stativ.
Und wer es noch niedriger zum Boden machen möchte, also niedriger als 34 cm, das ist mit dem Stativ leider auch nicht möglich, da man die Beine nicht ausklinken kann oder so. Höchstens müsste man dann den Kopf praktisch abknicken und waagrecht das Stativ halten, damit die Kamera möglichst nah am Boden ist. Ja, wow, ein Stativ, das man drehen kann. Nee, was euch jetzt wahrscheinlich interessiert, ist, wie gut kann man das drehen bei einem Preis von 35 €? Und das versuche ich euch jetzt ein bisschen zu erklären. Die Lager, die da verwendet werden, sind vom Gefühl her nicht mal irgendwie Kugellager. Ich bin mir nicht sicher, wie es funktioniert, dass die aufeinander drehen. Vielleicht ist einfach nur eine Fettschicht zwischen zwei Metallscheiben. Es ist nichts Besonderes, ne? Wenn man versucht zu drehen, dann braucht es ein bisschen Ruck, ne? Praktisch die anfängliche Kraft, bis die Drehung stattfindet. Und wenn die Drehung dann mal stattfindet, dann geht das eigentlich relativ gut. Aber das beschränkt natürlich die minimale Drehgeschwindigkeit. Also ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit, um ruhig zu drehen. Wenn ich zu langsam drehe, dann funktioniert das nicht. Dann fängt es an, ein bisschen zu stockern. Das ist das Problem. Das passiert dir bei einem guten Flüssiglager oder so eben nicht. Trotzdem glaube ich, dass Sony das hätte besser machen können, indem sie einfach den Arm länger gemacht hätten, der am Stativ ist. Hebelwirkung, ne? Wäre auf jeden Fall schon mal besser und ich glaube, der Platz wäre da gewesen. Wenn man den nach unten klappt, lässt er sich sehr platzsparend am Stativ verstauen. Allerdings sehe ich keinen Grund, wieso man den nicht wirklich hätte 15 cm länger machen können. Das ist ein bisschen schade, aber meine Güte, so ist das Stativ jetzt eben, deswegen sage ich es euch. Das nächste große Manko am Stativ ist natürlich der große Plastikanteil, der zwar dafür sorgt, dass das Stativ sehr günstig ist, aber Plastik ist eben halt auch nicht sehr sturdy. Und wir haben Schrauben aus Metall und wenn man eben viel Gewicht auf dem Stativ hat und damit nicht vorsichtig umgeht, dann geht das sehr schnell, dass man die Metallschrauben durch das Plastik zu weit durchbohrt und sich das Gewinde auflöst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wenn ihr euch das Stativ holt, habt das immer im Hinterkopf, geht mit dem Gewinde sehr vorsichtig um, dann wird euch das Stativ aber auch lang halten für einen doch sehr günstigen Preis. Aber das muss man eben wissen und dann kann man darauf achten. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dazu passt, aber eigentlich eine ganz nette Funktion für das Stativ habe ich für mich rausgefunden. Ich habe einen Small Rig Griff oben an der Kamera. Und besonders mit Licht noch oben dran ist der Schwerpunkt extrem komisch. Und wenn ich das Stativ unten an die Kamera dran mache, obwohl das nur 600 Gramm sind, die kann ich aber auch nach unten verlängern. Und dadurch ist es eigentlich ein ganz gutes Gegengewicht, wenn das alles sehr gut mittig gebalanced ist. Dann kann ich nämlich viel besser am Griff rumlaufen und ruhiger filmen, dadurch, dass ich Gegengewicht unten an der Kamera habe, nur durch das Stativ. Das ist ein nettes Feature, das ich jetzt eigentlich nur mal ganz kurz mit euch sharen wollte. Finde ich ganz nett. Ja, ihr würdet jetzt natürlich gern wissen, ob das Stativ was für euch ist. Die Frage kann ich euch natürlich nicht beantworten. Ich meine, das Stativ geht von 34 bis 100 cm, kostet 35 €. Ob das Richtige ist, ob das auch die richtige Höhe ist, die ihr für euer Stativ braucht, ob ihr vielleicht nicht ein Stativ braucht, was mehr Gewicht aushalten kann, oder ob ihr ein Stativ braucht, mit dem man besser Kamera schwenken kann, falls das ist, was ihr wollt. Oder ihr wollt einen Gorilla-Pod, den ihr irgendwo befestigen könnt. Die Dinger sind natürlich auch nicht ganz billig, die kosten mehr als das Sony-Stativ und sind zum Beispiel nur zum Hinstellen oder um einen Kameraschwenk zu machen, eigentlich sogar schlechter. Die nächstbessere Alternative wäre für mich zum Beispiel Manfrotto MK Compact. Das kostet zurzeit auf Amazon 67 €, ist reduziert, ist gerade mal doppelt so viel wie das Sony. Ist eine Alternative, die qualitativ natürlich wesentlich hochwertiger ist. Die ich aber jetzt selber auch noch nicht ausprobiert habe, deswegen gebe ich euch dafür natürlich auch keine konkrete Empfehlung. 35 € für das Sony-Stativ ist schwarz, sieht ganz schick aus, meiner Meinung nach, steht sehr stabil, auch auf meinem Schreibtisch. Ich finde es super für ein günstiges Stativ. Es gibt bestimmt auch Alternativen, das will ich gar nicht sagen, keine Ahnung. Es gibt so viele auf Amazon. Aber an sich kann ich es euch empfehlen, ihr wisst jetzt Bescheid, ich habe euch alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
bildet eure Meinung und haut doch in die Kommentare, ob ihr das geil fandet, ob ihr euch selber so eins jetzt gekauft habt. Oder vielleicht habt ihr auch selber noch andere Probleme, die ich jetzt so gar nicht gesehen habe. Würde mich interessieren. Danke, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn ihr uns noch nicht subscribed habt. Würde mich freuen, wenn wir euch wiedersehen und subscribed. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, natürlich sagt gern wieso, lasst ein Dislike da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ich bin Fabian von Denitiv Gaming. Ciao.